Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Kunst, Kultur und Musik. Welch Freude! Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier in der Bundeskunsthalle anlässlich des Livestream-Konzerts mit dem Beethoven-Orchester Bonn. Lichtbringer, Max Klinger meets Beethoven, anlässlich der Ausstellung Max Klinger und das Gesamtkunstwerk. Was wäre das Gesamtkunstwerk ohne die Musik? Ganz herzlich darf ich begrüßen Sie, lieber Herr Dirk Kaftan, Leiter des Orchesters, Generalmusikdirektor. Dirk, Sie sind jemand, der mit mir gemeinsam Anfang November im Lockdown überlegt hat, was können wir für Lichtblicke in den Lockdown bringen, was können wir für Lichtbringer bieten unserem treuen Publikum, den Menschen zu Hause in der häuslichen Isolation, was haben Sie sich ausgedacht zu Klinger und natürlich Beethoven wahrscheinlich. Was steht heute Abend auf dem Programm? Ja, wir sind erstmal wahnsinnig glücklich, dass wir hier sein dürfen. Sie haben es schon gesagt, in der Zeit rückt die Kultur zusammen, hält zusammen, aber nicht nur das, sondern die verschiedenen Bereiche Kunst, Musik inspirieren sich natürlich auch. Wir haben uns heute inspirieren lassen von dieser tollen Ausstellung, die ja Gott sei Dank von ein paar Menschen auch noch bewundert werden darf, und haben Musik gesucht zusammen mit Ihnen, mit Frau Lulenska, die in dieses Ambiente passt, die mit diesem Ambiente, mit diesen Kunstwerken, mit diesem großen Künstler spricht heute Abend. Es wird romantische Musik sein zunächst, Musik von Wagner, von Schönberg, Komponisten, über die wir später noch ein bisschen genauer sprechen. Und natürlich hören wir unseren Abend heute auf mit Beethoven zu Füßen des großen, berühmten Denkmals. Sehr schön. Wir sind extrem gespannt. Klinger hat sich zeitlebens von der Musik inspirieren lassen. Deswegen umso lieber hier bei uns das Beethoven-Orchester. Wir freuen uns auf den Abend. Vielen Dank. Es kann losgehen. Und an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich darf Ihnen verkünden, wir haben ganz bald geöffnet. Die frohe Kunde kam heute. Wir sind hinter den Kulissen bereit. Wir arbeiten intensiv daran, Ihnen wieder die Türen zu öffnen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in der Bundeskunsthalle.
Ich bin überzeugt, Max Klinger wäre begeistert. Musik spielt für ihn eine sehr große Rolle in seinem Privatleben wie in seinem Werk. Sie war ihm eine große Inspiration. Und die Szenerie, die wir für Sie heute hier kreiert haben, der Umstand, dass wir Kunstwerke von Max Klinger mit der wunderbaren Musik in dieser wunderbaren Kulisse zu einem neuen Erlebnisraum kreiert haben, künstlerischem Erlebnisraum, hätte ihm gut gefallen. Dirk Kaftan, wie spielt man Musik in einem solchen Raum? Spielen Sie Musik anders als in einem Konzertsaal in der Redoute? Musik ist immer verknüpft mit dem Raum. Erstmal, Sie wissen das, ich kam hierher und habe die Ausstellung gesehen, habe gesagt, hier muss man Musik machen. Es gibt sofort irgendeine Wechselwirkung, denn eine Ausstellung lebt, Gemälde leben, Kunstwerke leben. Und diese Inspiration haben wir mitgenommen. Und dazu kommt, dass wir ja gewohnt sind, quasi Streams zu spielen, vor Kameras und Mikrofonen im Moment zu spielen. Und dass man heute das Gefühl hat, nicht ganz so allein zu sein wie sonst. Nicht nur, weil Sie hier sind und Ihr Team, sondern auch, weil einfach diese Ausstellung lebt und weil sie mit uns spricht. Deshalb ist das schon was ganz Besonderes. Und der Raum kommuniziert immer beim Musikmachen. Das ist wunderbar. Das war ja auch etwas, was für Max Klinger immer ganz wichtig ist, die Idee eines Gesamtkunstwerks, einer Kunstform, in der Musik, bildende Kunst, aber auch Architektur eine neue Einheit bilden und neue Kunsterlebnisse überhaupt ermöglichen. Und das, was Sie gerade erzählen, spricht sehr dafür. Wie, wenn wir jetzt zum nächsten Stück kommen, das Sie gleich spielen, Verklärte Nacht von Arnold Schönberg, was können Sie uns in ein paar Sätzen dazu sagen? Naja, es ist erstmal, die gleiche Stimmung liegt in der Luft wie in dieser Ausstellung. Und es ist ein Stück, was ganz bewusst vom Menschen erzählt, also von der Beziehung von Menschen zueinander. Dem liegt ein Gedicht zugrunde von Demel, wo es darum geht, dass ein Paar geht in einer sternklaren, kühlen, kalten Nacht spazieren und die Frau erzählt dem Mann, dass sie von einem anderen Mann ein Kind in sich trägt. Und die Nacht handelt davon, dass beide spüren, da ist etwas, was größer ist als wir. Und der Mann sagt, du, das macht nichts. Das ist ein Kind, das ist ein Leben, das ist unser Leben und wir werden das leben zusammen. Also es ist ein Aufgehen im Kosmos, ein auch sich drüber wegsetzen über die moralischen Normen der Zeit und passt einfach sehr gut auch so ein bisschen in die Ambivalenz dieser Ausstellung. Sie sind ja die Kuratorin der Ausstellung und der Raum ist erstmal ungewöhnlich offen, wenn man hineinkommt. Was ist Ihre Idee dahinter? Also was hat Sie inspiriert dazu, auch sagen wir mal, eben nicht hier alles zuzustellen, sondern den Raum für Atem und Inspiration zu lassen? Den Raum auf sich auch wirken zu lassen, natürlich. Die Antwort ist ganz einfach. Max Klinger selbst, seine Kunst, die Aura dieser Zeit, die Ideen dieser Zeit, in der er arbeitete, war die Grundlage dafür. Und uns war ganz klar, diese große romantische, pathetische Geste kann eigentlich nur in einem Dialog mit einer räumlichen, Antwort darauf kommen. Und diese Überzeichnung vielleicht auch, dieser große Pathos, den kann man im Grunde genommen nur dann wiedergeben, wenn man das offen gestaltet, wenn man eine bestimmte Atmosphäre kreiert. Und mit den Vergrößerungen von Klingers Grafiken an den Wänden schien uns das ein ganz wichtiges Element zu sein. Wir sind sozusagen inside Klinger, kann man hier eigentlich sagen. Davon spricht natürlich auch die Musik. Der Schönberg ist auch voller Pathos. Und trotzdem, darunter ist eine ganz andere Ebene. So dieses ganz direkte, zerbrechliche, menschliche, ich will fast sagen nackte, das erzählen Sie aber auch in diesem Raum. Das ist
wie gesagt, werkimmanent, kann man eigentlich sagen, denn in vielen der Skulpturen und vor allem auch Zeichnungen und Grafikfolgen von Klinger ist genau dieser Bruch sehr deutlich zu spüren. Auf der einen Seite ein Eintauchen in die Kunstgeschichte, viele Zitate aus der Kunstgeschichte, gleichzeitig aber auch eine sehr eigene Übersetzung. Romantik gepaart mit einem naturalistischen, sehr präzisen Blick auf den Menschen, auf seine Emotionen, auf viele Elemente des Lebens, auch der damaligen Zeit, die, und das ist interessant, für uns auch aktuell sind. Aber ich glaube, jetzt möchten wir noch, haben wir Hunger nach mehr Musik. Ja, Schönberg, wie gesagt, man kann sich inspirieren lassen von dem Gedicht, man kann es lesen, man kann den Dialog auch folgen. Die Violinen stehen im ersten Teil eher also für das, was der Frau so im für Gedanken, Gefühle, was sie betreffen. Später im zweiten Teil übernehmen mehr die Mittelstimmen, vor allem die Celli, quasi den tragenden Part. Also es ist ein Dialog und man kann nachverfolgen, wie beide in dieser Nacht weggetragen werden, ja vom Kosmos, kann man sagen, das Ganze transzendiert. Man kann es natürlich auch machen wie Demel selber, der angefangen hat zuzuhören, gesagt hat, welche Gedichtzeile entspricht hier der Musik, aber ich habe aufgehört und mich nur auf die Musik eingelassen, hat er gesagt, weil das dann eben doch wieder eine Kunstwelt ist, die sich selbstständig macht. Ja, dann sind wir ganz gespannt und freuen uns drauf. Vielen Dank.
Erklärte Nacht, eine höchst emotionale Übersetzung einer literarischen Vorlage in Musik. Übrigens hat auch Klinger sich von Demels Lyrik inspirieren lassen. Seine Ballade Zelt wurde zur großen Vorlage für das letzte grafische Werk von Max Klinger. Übrigens ganz interessant, dass die Verklärte Nacht 1902 in Wien die Uraufführung erlebte und just im selben Jahr, ebenfalls in Wien, hat das Denkmal Beethoven von Max Klinger in der Sezessionsausstellung ebenfalls wurde zum ersten Mal dem Publikum vorgestellt. Es war der Mittelpunkt einer großen Ausstellung, viel beachteten Ausstellung. Und es hat aber sehr unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Können Sie das nachvollziehen? Ja, auf jeden Fall. Sie haben mich gefragt, dass, als ich zum ersten Mal hier reinkam, erdrückt Sie das? Also kann man von so einem vor so einem Denkmal stehend noch überhaupt an diesen Titanen irgendwie rangreifen, den musizieren? Sie haben das natürlich überspitzt gemeint, denn auf den ersten Blick ist das unheimlich pathetisch, wenn man das anschaut. Ja, mit unfassbar viel aufgeladener Symbolik. Aber ich finde, auf den zweiten Blick sieht man auch so eine zerbrechliche Menschlichkeit da drin. Also sowas wirklich Pures, Nacktes. Also es sind absolut zwei Ebenen, über die wir ja vorhin auch schon gesprochen haben. Aber vielleicht können Sie uns mehr erzählen, was da alles drinsteckt an Symbolik, an Inhalt. Also erstmal natürlich die große Geste, Beethoven als der Musiktitan, als der sich in seiner Anmutung an den Göttervater Zeus orientiert. Das ist schon das höchste der Gefühle sozusagen in der Zeit. Sitzt auf einem Thron, zu seinen Füßen hockt der Adler. Also es ist an Symbolik kaum zu überbieten, wie Sie sagen. Auch die Nacktheit spielt in dieser Rolle. Der ist nicht gekleidet weder in ein zeitgenössisches Gewand noch in ein historisierendes. Er ist nackt. Er bietet sich dem Publikum so an. Auf der anderen Seite, Sie erwähnten gerade die Zerbrechlichkeit, über die wir uns vorhin unterhalten haben, die dazu führt, dass dieser Titan, der die Hände ballt und gegen die Widrigkeiten der Welt kämpfen will, plötzlich eben eine ganz menschliche Seite bekommt. Und vielleicht ist es auch ganz spannend zu überlegen, ob Beethoven ebenfalls dieser Zerbrechlichkeit, der reale Beethoven, so eine zerbrechliche Menschlichkeit auch hatte. Also ich würde sagen, auf jeden Fall, das ist ganz klar. Wie ist das mit Ihnen? Sie sind ja auch die Schöpferin der großen Beethoven-Ausstellung, ohne jetzt über das vergangene Beethoven-Jahr nochmal zu weinen, was quasi nicht stattgefunden hat. Die Ausstellung war ja da und sie war fantastisch, wie ich fand. Was hat das mit Ihrem Beethoven-Bild gemacht? Ist zerbrechlich auf jeden Fall, oder? Auf jeden Fall. Diese Ausstellung haben wir gemeinsam mit dem Beethoven-Haus ausgerichtet und ich hatte eine fantastische Co-Kuratorin zur Seite gestellt bekommen, Julia Ronge, die Kustodin des Beethoven-Hauses. Und ich muss sagen, das war für mich eine große Hilfe, mich an diesen Beethoven von einer ganz neuen Perspektive heranzuwagen. Und ich glaube, das war ein Wagnis, muss ich sagen. Also an diese deutsche Ikone sich nochmal, von der jeder sein eigenes Bild hat, nochmal zu versuchen, sie von unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten. Das war eine spannende Reise, würde ich sagen. Und mein persönliches Bild hat sich während dieser Vorbereitung x-mal verändert. Es ändert sich eigentlich ständig. Es ist kein statisches Bild. Deswegen ist es so spannend, von dem Titanen abzuweichen und sich eben auf viele Perspektiven einzulassen. Ja, den Titanen irgendwie dann doch vom Sockel zu holen und auch ins Heute zu übersetzen, immer wieder neu zu beleben. Das ist unsere große Inspirationsquelle natürlich hier in Bonn. Und jetzt machen wir so eine Art Menschenexperiment, schauen, was das mit uns Musikern macht, vor diesem Denkmal zu spielen. Ich möchte mich aber auch nochmal ganz herzlich bedanken bei Ihnen für diese unglaubliche, inspirierende Initiative, dass wir in diesen Zeiten weiter irgendwo unsere nach vorne schauen und die einzelnen Disziplinen zusammenbringen. Denn ich glaube, das wird unsere große Aufgabe sein in den nächsten
Monaten, Jahren die Menschen zusammenzubringen. Und umso schöner, wenn man so tolle Partner hat wie hier in der Bundeskunsthalle. Vielen herzlichen Dank dafür. Dieses Kompliment können wir nur erwidern. Was hören wir denn jetzt noch zum Abschluss? Ja, genau, Beethoven, haben wir schon gesagt. Wir spielen den zweiten Satz aus der 7. Sinfonie. Ein Satz, der genauso zwischen Dunkel und Licht changiert, wie ich finde, ähnlich wie das große Denkmal. Wunderbar, dann für Sie.
Bravo, bravissimo. Ich bin ganz begeistert. Was für ein Geschenk. Herzlichen Dank an Sie, liebe MusikerInnen, lieber Dirk Kaftan, an Sie zu Hause, liebes Publikum. Schön, dass Sie dabei waren. Sie können in der Mediathek dieses grandiose Konzert abrufen. Sie können es teilen. Bis nach Mexiko waren Sie dabei. Es freut mich sehr. Auch haben viele Stimmen gesagt, dass sie das vermisst haben. Ich persönlich auch. Ich freue mich auf mehr. Ich freue mich auf Sie bei Ihrem Besuch analog in der Bundeskunsthalle. Herzlichen Dank. Ein großer Applaus. Dankeschön. Dankeschön.